Nathan, wie alt bist du? 20. Okay, und hast du schon mal Cello gespielt? Noch nie. Irgendwelche anderen Instrumente? Ja, Schlagzeug und Flöte und ein ganz klein wenig Gitarre. Okay, und kannst du Noten lesen oder erinnerst du dich noch so ein bisschen an das, was du zum Beispiel in der Schule im Musikunterricht gelernt hast? Also ich kann Rhythmen lesen, aber ich kann keine Tonhöhen unterscheiden, wenn ich sie sehe auf dem Board. Okay, und jetzt sag mal, hast du mich schon mal irgendwie Cello spielen sehen? Nein, nur auf dem Bild. Okay. Habe ich dir Cello spielen vorher irgendwie schon mal beigebracht? Nein. Hätte ich dich ja gesehen. Ja. Und kennen wir uns? Beziehungsweise wie oft haben wir uns getroffen? Ja, das ist das dritte Mal eigentlich. Ja. Dreimal. Ja. Genau. Das heißt, Jonathan ist wirklich komplett neu am Cello, hat es noch nie ausprobiert, hat mich auch noch nie dabei gesehen, dass er sich das jetzt irgendwie in einer Stunde schon mehr abgucken könnte. Und damit wir die Zeit jetzt auch wirklich gut ausnutzen, würde ich sagen, wir starten direkt los. Ne? Voilà. Das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Genau. Man denkt jetzt immer, dass das so ein Riesengewicht ist, es ist aber gar nicht. Ja, ganz genau. Ungefähr so eine Spannbreite rausmachen, da du relativ groß bist. Genau, ist das erstmal ausreichend. Wir testen das erstmal. Und jetzt sehen wir auch schon, dass das Cello dir noch ein bisschen zu tief ist, denn der obere Abschnitt, das Ende vom Instrument, soll dir eigentlich so ein bisschen auf dem Brustbein liegen. Okay, jetzt sind genau 5 Minuten vergangen und Jonathan hat seine perfekte Cello-Haltung gefunden. Dann gehen wir mal weiter zum Bogen über. Für unser kleines Experiment habe ich 2 Bögen mitgebracht. An dem einen Bogen demonstriere ich was und den anderen Bogen überreiche ich Jonathan. Voilà. Hier ist also der Cello-Bogen und jetzt muss man natürlich, wenn man mit dem Bogen die Saiten des Cellos zum Klingen bringen möchte, da auch irgendwie eine angenehme Handhaltung finden. Und das finden wir jetzt in den nächsten 5 Minuten gemeinsam heraus. Ich habe Jonathan jetzt also gezeigt, welcher Finger der rechten Hand am Bogen welche Stelle berührt sozusagen. Also ich habe ihm gezeigt, wo die Finger ihren Platz haben. Jetzt ist es genau 14.10 Uhr und wir gehen jetzt in den nächsten Teil über. Jetzt zeige ich Jonathan ein paar Übungen, die er, ohne dass er die Saiten schon streicht, mit dem Bogen, allein mit dem Bogen durchführen kann. In meiner Online-Masterclass gebe ich dir diese Übungen in so simpler Weise an die Hand, dass du die selbst mit einem Stift oder mit einem Kochlöffel oder mit irgendeinem ähnlichen Gegenstand ausführen kannst. Und dann starten wir jetzt. Also, wie wir sehen, jetzt ist es genau 14.20 Uhr, noch nicht einmal. Und wir haben in dieser Zeit schon eine gute Cello-Haltung gefunden, eine, die zumindest nicht unbequem ist, würde ich sagen, oder? Geht noch. Okay. Wir haben uns auch schon angeschaut, wie man den Bogen mit den Fingern der rechten Hand richtig greift. Und ich habe Jonathan gerade 5 Bogenübungen für die rechte Hand gegeben, damit er sich hier an diesen doch neuartigen Griff schon mal ein bisschen dran gewöhnen kann. Und als nächstes wollen wir diesen Griff nun auch am Cello austesten und das machen wir jetzt, indem wir die Saiten einfach mal langsam schon mal anstreichen und testen, wie sich dieser Bogengriff dann auch wirklich im praktischen Spiel anfühlt. Also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr anhörlich. Ja. Wie ist es für dich? Das sind ja jetzt quasi deine allerersten Töne, glaube ich, in deinem ganzen Leben, die du auf einem Cello gespielt hast. Ja, ich wusste gar nicht, dass man gleich zu Beginn einen Ton rauskriegt. Ich dachte, das ist schwieriger. Okay. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass es einen Unterschied macht, wie ich den Bogen halte, in welchem Winkel und welche Stärke und alles Mögliche. Ja.
Spannend. Ja. Dann würde ich sagen, wir testen auch einfach mal die anderen Seiten jetzt. Okay. Also das klang wirklich, wirklich dafür, dass es die C-Seite und die dickste Seite ist. Schon tief. Ja, genau. Ja. Das ist die tiefste Seite. Ich fand, es klang richtig, richtig schön. Ja, ist unglaublich, dass du gerade wirklich gerade mal 26 Minuten am Cello sitzt. Wunderschön. Jetzt mache ich dir einen Vorschlag. Wir üben auch das jetzt ein bisschen, denn für das, was wir nachher noch vorhaben, ist es wichtig, dass Jonathan die Saiten schon mal ein bisschen länger und ein bisschen mehr gestrichen hat. Mhm. Daher spielen wir jede Saite ungefähr 10-mal mit dem Bogen. Das heißt, Jonathan wird jetzt wieder am Anfang des Bogens ansetzen, die Saite einmal hinstreichen und zurückstreichen. Und das sind dann schon 2-mal. Und das Ganze machen wir 10-mal. Und wir beginnen auf deiner Lieblingsseite oder die, die dir gerade am angenehmsten ist. Okay. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich mal eine kleine Pause machen, denn das war jetzt schon ganz schön viel auf einmal. Jonathan hat jetzt auf jeder Seite 10 lange Bogenstriche gemacht. Das waren insgesamt 40 Stück. Und für eine Hand, die diesen Griff noch nicht gewohnt ist und auch das Streichen noch nie gemacht hat, ist das schon eine ganz schöne, starke Belastung auf einmal. Aber du hast es sehr, sehr gut gemacht. Jetzt haben wir es genau 14:33 Uhr. Jetzt, wo wir alle Seiten ein paar Mal gestrichen haben, geht es natürlich darum, dass wir die linke Hand auch noch mit einbeziehen. Denn natürlich kommen die Töne oder die Vielfalt der Töne erst dadurch zustande, dass eben die linke Hand die Töne durch die einzelnen Finger einzeln greift. Wir fangen an mit dem ersten Finger. Kleiner Zwischenstopp, es ist jetzt 14.40 Uhr und ich zeige Jonathan gerade, wie er den ersten Finger auf dem Cello greift. Kleiner Zwischenstopp, es ist immer noch 14.40 Uhr, 41 und wir gehen jetzt über auf den dritten Finger. Jetzt haben wir es genau 14.43 Uhr, wie ihr da oben seht. Und wir gehen weiter zum vierten Finger. Okay, das ging doch jetzt sehr, sehr schnell. Das heißt, wir haben jetzt immer noch, ja, noch nicht ganz 14.45 Uhr. Wir haben den ersten Finger gelernt, den dritten und den vierten Finger. Wir haben uns die ganze Zeit nur auf einer Seite bewegt. Und damit das Ganze jetzt auch noch ein bisschen angenehmer für Jonathan als Spieler wird, gehen wir jetzt rüber in das andere Zimmer, wo wir noch ein Klavier stehen haben und machen genau das, was wir gerade eben auf dem Cello schon mal durchgeführt haben, einfach noch mit Klavierbegleitung. Und ich würde sagen, los geht's, okay, oder? Ja. Okay, wir sind jetzt also am Klavier und Jonathan hat jetzt einfach nochmal die Möglichkeit, diese Finger, die ich ihm gezeigt habe, auf der leeren D-Seite zusammen mit Klavier zu spielen. Jonathan, wie fühlst du dich? Bist du bereit dafür? Lampenfieber. Wirklich? Nein. Okay, dann würde ich sagen, wir starten. Na? Ja. Müssen wir mal ganz kurz tiefer stimmen, die ist nicht gut gestimmt. Kannst du nochmal die D-Seite spielen? Leere? Genau. Okay, nochmal. Ja. Thank you.
Ja. Yeah, so, nice. Ein bisschen schief. Geil. Yes. Cool. Dankeschön. Also, wir sind richtig, richtig gut in der Zeit. Es ist jetzt 14.59 Uhr, also noch nicht ganz 15 Uhr. Wie fühlst du dich? Bist du platt? Ich bin platt, ja. Aber hat Spaß gemacht. Ja. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt gesehen, Cello spielen ist sogar in einer Stunde, wenn man Bock drauf hat, absolut möglich. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann kannst du dir jetzt gleich noch diesen Abspann angucken. Ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Bis dahin, alles Liebe für dich. Ciao.